Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bully, die Ehrenrunde. Beim letzten Mal haben wir Edna geholfen und Fahrradrennen gemacht und Botenauftrag. Bring den Hund, finde und bring den Hund zurück. Miezekatze, sei doch mal ein bisschen leise, ich tue doch gerade Let's Playen. Ja, sei leise. So, finde und bring den Hund zurück. So, schauen wir mal. Hallo. Das ist eine Chinchi-Karte. Ja, ich bringe jetzt erstmal den Hund zurück und dann kümmere ich mich um den Schmarrn hier. So. Hund, Hundi, 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 Hundi. Da ist dein Hund. Botengang erledigt. So einfach geht das. So, dann können wir was hier noch machen. Hier gibt es nicht mal mehr irgendwelche Aufträge. Okay. Wieso gibt es hier keine Aufträge? Haben wir jetzt echt alle Aufträge erledigt? Ach ja, und jetzt ist hier so ein Glockensymbol. Und das ist ausgegraut. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch eine Schulstunde, in der wir schon alles gemacht haben. Also in der wir Stufe 5 schon gemeistert haben. Das heißt, es tangiert uns gar nicht. Also wir scheißen quasi drauf. Und ja, und das tue ich auch. Deswegen. Wie kann ich hier scrollen? Wie kann ich hier woanders hin? Wie komme ich da hoch? Hallo? Ah, okay. So ganz einfach. Ja, wir könnten zum Beispiel mal anfangen, hier das ganze Zeug einzusammeln. Wobei ich dann auch lieber in der Schule anfangen würde, weil da fehlt uns ziemlich wenig. Aber das hat eigentlich auch noch Zeit, sage ich jetzt mal. Ja, was können wir noch machen? Ich würde gerne Jobs machen. Chemie 5, Schneebälle. Ah, der Polizist darf uns nicht sehen, weil wir schwänzen. Obwohl, schwänzen wir eigentlich, wenn wir die Stunde schon gemeistert haben? Schwänz ich? Ich schwänze die Schule nicht, bloß weil ich sie schon geschafft habe. Gut zu wissen, wenn unser Schulsystem so funktioniert. Ja, dann schauen wir mal, was hier ist. Keine Ahnung. Können wir mal ein bisschen rumgucken. Hier ist nichts Besonderes jetzt. Die Schule ist auch hier schon, also auch schon wieder vorbei, die Unterrichtsstunde, wie es aussieht. Wird mir gar nicht mehr angezeigt. Ach doch, Chemie 5. Aber ich habe Chemie 5 schon erledigt. Das will ich gar nicht mehr machen. Gibt es hier nicht irgendwelche Sachen zum Einsammeln? Nee. Ja, ich könnte jetzt da hoch, aber wir müssen später sowieso, glaube ich, nochmal da hoch. Also, pff. Warum den Umstand machen? Hey, ich kann da nicht hoch. Ist ein Schmarrn. So. Müsste nicht irgendwie mal solche Rennen oder so stattfinden? Aber ich habe vorher eine G&G-Karte gesehen, zu der ich gern hingehen würde. Ah, da ist auch eine. Da ist auch eine. Aber wir waren vorher beim Hund. Wir waren vorher bei dem Hund. Und der Hund hatte definitiv auch eine G&G-Karte irgendwo. Bei dem in der Nähe war eine. Dingsbums. Da oben war ich, glaube ich, auch schon mal. Da oben ist aber nichts. Nee, da ist nichts. Wo war denn jetzt dieser Köter nochmal? Das gibt es doch nicht. Wo wir diesen blöden Auftrag gemacht haben. Oh Gott, die wollen schon wieder schlägern. Ich habe jetzt aber keine Lust zu schlägern. Da ist eine Chinchi-Karte. Die haben einfach noch keinen Respekt von mir. Die. Au! Ich wollte. Nervt mich nicht! Feuerwerkskörper. Maximal Kapazität an Murmeln.
Da hinten war die Chinchi-Karte. So. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich kriechen kann. Oh Gott, die folgen mir tatsächlich bis an den Arsch der Welt. Während wir irgendwelche Kinder vergewaltigt werden und Kettensägenmörder ihr Übles tun können, ist es dir das Wichtigste, Jimmy Hopkins zu fangen. So, wie kann ich kriechen? Steuerung. Rennen, springen, packen, benutzen, absteigen, Waffenmenü, Waffe abfeuern. Ducken ist auf C. Ja, genau, so geht das. Und da kann man nicht rüber. Nee, nee, passt schon, alles klar. Diese Chinchi-Karte haben wir auch. Gut. Das war wahrscheinlich eher einer der besseren Versteckten. Aua. So. Ja, ich kann ja einfach das Auto kaputt schlagen. Das interessiert überhaupt keinen. Sehr schön. Sehr schön. So, dann haben wir diese Chinchi-Karte auch gefunden. Oh, dann könnten wir jetzt theoretisch in die Schule. Und jetzt könnten wir auch dieses Rennen hier machen. Jetzt machen wir erstmal das nächste Rennen und dann gehen wir in die Schule. So, Bullworth Town Rennen 2. Drei, zwei, eins, go! Komm na her, ich hau dir in die Fresse, wenn du überholen willst. So, da vorne nach links. Und weiter nach links. Und links. Und noch mehr links. Ja, diese Rennen sind das Aufregendste im Spiel, würde ich mal behaupten. Man kann ja so viel dazu kommentieren und sagen und berichten. Das ist der Wahnsinn. Aber wir müssen die 100% machen. Wir möchten die 100% machen. Das ist die Bedingung, dass ich dieses Spiel jetzt playe. Und wir müssen, um die 100% zu machen, eben alle Rennen schaffen. Wir müssen noch ganz viele andere Sachen machen, die nervig sind. Ah ja, wir müssen eine Trilliarden mal irgendwelche Kacke aus irgendwelchen Beam-Cola-Automaten rauslassen. Ja, ja, ich muss zur Schule, ich weiß schon. Weil du auch weißt, welche Unterrichtsfächer ich geschafft habe und welche nicht. Das ist nett, dass die Polizei sich so nett um mich kümmert und sich um meine Bildung schert. Ist das wirklich so, dass wenn man Minderjährige auf der Straße sieht, dass die Polizisten hinterm Herd und sagen, oh, du musst zur Schule? Das glaube ich irgendwie nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, das hört sich nicht realistisch an. Hört es dann irgendwann mal auf, das Rennen? Ach ja, da vorne ist das Ziel, Gott sei Dank. Rennen 3 freigeschalten, jupidu. Jubel, jubel, freu, freu, jubel, jubel, freu, freu. Die nächsten 10.000 Rennen warten auf mich. That's that nonsense dealt with. Or bad things will happen. Don't step. Ah, ich verprügel dich. Nein, warum habe ich das gemacht? Ganz einfach, weil die netten Herren in Polizeiuniformen mich nämlich zur Schule bringen. Das ist das nicht nett? Da verprügelst du einfach erwachsene Leute und sie bringen dich einfach zur Schule, ne? Oh. Da ist der Nächste. Ja, wieso sollte ich mich befreien? Ich meine, der bringt mich gratis zur Schule und spart mir jede Menge Weg. Das ist super. So, Englisch. Oh Gott, Englisch. Da muss ich wieder spicken, weil ich ja so scheiße bin in Englisch. Weil ich zu dumm bin, um Wörter aus irgendwelchen Buchstabensuppen herauszuglauben. Deswegen muss ich hier beschummeln. So, ich könnte natürlich auch 1000-mal das Unterrichtsfach machen und irgendwann bestehen und 1000-mal verlieren, aber das ist mir einfach zu blöd. Deswegen machen wir hier Tier. Dann geht natürlich auch Tiere. Dann geht hier Tee. Dann geht Reiten.
Reiten. Dann müsste auch Reite gehen. Reite, ja. Dann geht Niere. Dann müsste aber auch nie gehen. Dann machen wir erstmal nie. Dann geht Niere. Dann geht rein. Geht Rei auch. Rei, Chikawa. Rein. Dann Rente. Rente. Dann geht Teer. Nein, das war falsch. Teer. Dann Eier. Ei. Ei geht nicht, aber Eier geht. Alles klar. Tolles Deutsche, weißt du? Dann Eiter. Eiter. Eitern. Dann Ente. Ente, 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 Ente. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Beide Flügel sind gleich lang, besonders der rechte. Eine. Da müsste auch ein gehen. Ein. Ein. Rein. Haben wir rein schon? Was? Ja, hab ich schon. Nee. Wieso geht nee nicht? Niert. Nein, das gibt's auch nicht. Ja gut, ich denke, wir belassen es dabei. Ich habe alles abgespickt. Ich habe sogar zwei Sachen noch dazu, die gar nicht auf meinem Zettel drauf standen. Das ist richtig toll. Ich bin richtig intelligent. Aber gut, wir haben Englisch 4, glaube ich damit auch. Ja, Englisch 4, Deutsch. Deutsch oder Englisch, eigentlich ist es Deutsch, auch absolviert. Und schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Wir können uns wahrscheinlich wieder rausreden oder so ein Schmarrn. Du kannst jetzt besser provozieren, gell? I hate this. Now I have to hit you. Tell you what, stop being an idiot and shut up. Okay. Sozialbonus freigeschalten. Ich kann besser provozieren. I'm done. Gut, dann haben wir das auch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt uns noch ein kleines Späßchen und lösen mal hier den Feueralarm aus, wenn ich ihn finde. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Feueralarm? Puh. Ach, das ist gar nicht so leicht, das hier zu machen, ey. Wo ist denn der? Ich bin mir sicher, dass es im ersten Stock oben irgendwo einen Feueralarm gab. Ich dachte, der war hier irgendwo. Ist hier kein Feueralarm? Feuerlöscher, Feueralarm. Gut. Wie gesagt, wenn man das ab und zu mal auslöst, das muss man auch machen. 20 Mal muss man, glaube ich, auslösen. Dann bekommt man auch irgendwas. Gut, 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 gut. Was machen wir denn als nächstes? Ja, ich würde sagen, da warten noch ein paar Rennen auf uns, ne? Da warten noch ein paar Fahrradrennen auf uns. Dann müssen wir das wohl tun. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diese unglaublich tollen Fahrradrennen zu machen. Naja, na gut, dann machen wir das. Allerdings werden wir diese Rennen nicht mehr in diesem Part absolvieren, sondern im nächsten. Ja, das dürfte zeitlich nicht mehr hinhauen, dass wir das jetzt machen. Deswegen machen wir das, ja, im nächsten halt. Okay, alles klar. Dann war's das von diesem Part. Und wir sehen uns beim nächsten. Wie, really, Taxifahrerin? Really? Du fährst ein Schulkind an und hupst mich auch noch an. Really? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Bully die Endrunde. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.